Übrigens steht an der Spitze der Mitnehmerpyramide mit 130.000 Euro nach Rechnung der Stadt Koblenz ein Spitzensozi. Die AfD-Fraktion ist jeden Cent Steuergeld wert. Sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, wir erinnern uns, mindestens 220.000 Euro Nebeneinkünfte behielten Stadtspitzen rheinland-pfälzischer Kommunen ein, obwohl diese offenkundig seit Jahren einer Ablieferungspflicht unterlegen sind. Diese trat mit der Kommunalisierung des Stadtwerke-Dienstleisters Thüger ein. Sie wechselte nämlich von Privateigentum in die öffentliche Hand. Vorweg, es ist grundsätzlich richtig, Wasser und Energie nicht wie jedes Produkt zu behandeln und dem Markt zu überlassen. Gleichwohl zeigte die von der AfD angestoßene Debatte hier im Haus um Nebeneinkünfte, um diese Thüger Nebeneinkünfte, dass ganz offenkundig eine Regulierungslücke vorliegt. Das Geld bleibt bis heute im Zuständigkeitsnebel verschwunden. Was hat eigentlich die Anhörung der Stadtspitzen zutage gefördert? Wann wird das Geld den Stadtkassen zurückgezahlt? Alles Fragen, auf deren Beantwortung wir drängen müssen. Aber angesichts eines vom Rechnungshofes als verfassungswidrig bezeichneten Nachtragshaushalts sind für die Landesregierung diese 220.000 Euro vielleicht nur eine kleine Petitesse, die längst in der Ferne entschwunden ist. Für uns nicht. Übrigens steht an der Spitze der Mitnehmerpyramide mit 130.000 Euro nach Rechnung der Stadt Koblenz ein Spitzensozi. Ein unter dem Strich sehr guter Oberbürgermeister, aber mit einem feinen Sinn für das Lukrative. Ich erinnere die von Kurt Beck ihm eigenmächtig verliehene Genossenrente, ein finanzielles Trostpflaster, weil der Staatssekretär bereit war, nach Koblenz zu wechseln und damit eine Gehaltseinbuße hinzunehmen, der Arme. Die Stadt konnte die finanziellen Lasten der Pension 700.000 Euro, die er das Land durch dieses fragwürdige Versorgungsritual aufsattelte, nur juristisch abschütteln. Auch hier war die AfD in Koblenz die treibende Kraft. Nun erwarten viele Bürger, dass auch die 130.000 Euro aus einbehaltenen Thüger Nebeneinkünften in die Stadtkasse zurückfließen. Das können wir gut verstehen, das erwarten wir auch. Oder endlich eine belastbare Auskunft, ob das Geld legal und final weg ist, weil die Fälle zum Beispiel verjährt sind und der Steuerzahler nun doch der Gelackmeierte ist. Wie auch immer, es ist notwendig, diese Regulierungslücke zu schließen, damit die ADD nicht mehr sagen kann, die betroffenen Stadtspitzen hätten den Eigentümerwechsel der Thüger nun mal nicht angezeigt. Deshalb legen wir heute diesen Antrag vor, um dem Gesetzgeber auf die Sprünge zu helfen. Der Antrag ist die logische parlamentarische Reaktion auf die sogenannte Thüger-Debatte. Er bezieht sich auf die derzeitige Schwachstelle, dass die ADD bei der Genehmigung von genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten auf die Mitwirkung desjenigen Beamten angewiesen ist, der die Nebentätigkeit genehmigt haben möchte. Stellen Sie sich kurz die Erfahrungen des Normalbürgers mit den Finanzämtern vor. Sie verstehen sicher, was ich meine. Die Lebenswirklichkeit muss der Maßstab der Kontrolle sein und nichts anderes. Wir wollen keine Neiddebatte. Unsere Oberbürgermeister und Bürgermeister leisten sehr viel. Ihre Arbeit ist gerade in diesen Zeiten notwendig und wird auch von uns wertgeschätzt. Aber es gehört zu den Aufgaben der Opposition, auf Schwachstellen zum Nachteil der Bürger hinzuweisen. Unsere parlamentarische Initiative ist aus einem Guss. Aktuelle Debatte, Thematisierung im Innenausschuss, eine große Anfrage, die alle rechtlichen Aspekte des Komplexes thematisiert und abgefragt hat. Und nun der gereifte Antrag. Ich stelle fest, die AfD-Fraktion ist jeden Cent Steuergeld wert. Es reicht uns nicht, dass Oberbürgermeister, also Beamte ohne Dienstherrn, von ihren Vertretern, also Kollegen, kontrolliert werden. Wir wollen die Genehmigungs- und Kontrollkompetenz vollständig bei der ADD bündeln. So wird die Lücke bei der Kontrolle von Nebeneinkünften bei Wahlbeamten durch die ADD geschlossen. Im weitesten Sinne
lehnt sich unser Antrag an die Forderungen von Transparency Deutschland an, nämlich mehr Offenheit und Transparenz im Zusammenhang mit Tätigkeiten überwiegend im Eigentum des Staates stehender Unternehmen zu verwirklichen. Dieser Antrag hat gar nichts mit links oder rechts zu tun. Er ist sicher im Sinne aller Bürger, und ich bitte deshalb um Zustimmung. Zunächst halte ich mal fest, dass John Wayne als Cineast, halte ich fest, sehr viele Probleme gelöst hat. Das muss man schon mal sagen. In seinen unbeschreiblich guten Filmen kommen wir zum Inhalt, Herr Noss. Es ist wirklich amüsant, dass Sie der Opposition vorwerfen, viele Fragen zu stellen, ein Thema, was den Bürgern auf den Nägeln brennt, immer wieder zu thematisieren und nicht abzuwarten, bis man irgendwann mal einen Gesetzesentwurf vorgelegt bekommt. Das finde ich schon amüsant, aber vielen Dank, dass Sie unsere parlamentarische Arbeit zu würdigen wissen. Vielen Dank. Wir haben in unserer großen Anfrage ganz klar nachgefragt, wie es nun aussieht mit möglichen Initiativen, um diese Regulierungslücke zu schließen. Wir haben auch nachgefragt, was aus dem Geld wird. Sind die Fälle verjährt? Kriegen die Bürger das Geld zurück? Wie ist die Rechtslage? Wir haben bis heute nichts, aber auch gar nichts dazu gehört. Die Anhörung bei der ADD läuft offenkundig immer noch. Sie läuft und läuft und läuft. Das Parlament bekommt hier keine Informationen. Infolgedessen müssen wir reagieren. Und wir reagieren so, wie übrigens der Staatsminister Lebens selbst im Ausschuss gesagt hat. Es muss intensiv geprüft werden, ob wir nicht an dieser Stelle eine Regulierungslücke per Gesetzesinitiative schließen müssen. Und dieser Antrag von uns, der ist im Grunde genommen im besten Sinne staubtrocken. Er ist sachlich und er bringt die Sache auf den Punkt. Wir sagen ganz klar, wo die Probleme sind. Die Probleme liegen in der Kontrolle. Es kann nämlich nicht sein, dass ein Oberbürgermeister durch die Bürgermeisterin, wie das in Koblenz der Fall war, kontrolliert wird. Und wir wollen nicht, dass die ADD davon abhängig ist, dass die Oberbürgermeister ein Eigentumswechsel der Tüger, zum Beispiel der Dienstleister von der Stadtwerke, in deren Gremien sie sitzen, anzeigen muss. Was passiert, wenn sie es nicht anzeigen? Dann haben wir das Problem hier, wie wir sie hier in der Tüger-Debatte haben, dass eben 220.000 Euro im Nebel verschwunden sind. Und ich finde, das, was Sie hier eben gesagt haben, nach dem Motto Eile mit Weile, das reicht uns als Opposition nicht. Wir sind jeden Cent wert und wir werden weiter nachfragen. Wir werden so lange weitermachen, bis Sie uns sagen, besteht eine Regulierungslücke und einen Gesetzesentwurf vorlegen. Und wenn Sie sagen, es besteht keine Regulierungslücke, dann werden wir schauen, ob das wirklich ein tragfähiges Konzept im Sinne der Bürger und des Steuerzahlers ist. Vielen Dank.